Willkommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Ich habe heute mal wieder meine Wunschliste aktuell exportiert, sodass wahrscheinlich so um die 5 Spiele jetzt hinzugekommen sind. Das heißt, dass ich irgendwie nicht so wirklich aufhole und die 100er Liste sozusagen nach unten durchbreche, sondern es immer noch deutlich über 100 Spiele sind. Also es sind noch etliche Folgen vor mir, in denen ich auf jeden Fall noch einige Spiele ausprobieren werde und ja, kennenlernen werde. Bin mal gespannt, wie viele mich davon reizen, auch länger zu spielen. Aber gleich jetzt zur Game-Auswahl und mal schauen, welches Spiel letztlich heute den ersten Platz macht und damit in diese Runde kommt. Oh, Forsaken Vault Awakening, das klingt nach einem etwas größeren MMO. Da gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt dann unterbrechen werde, weil es dann doch eine ganze Weile dauert, bis ich das Spiel runtergeladen habe. Aber mal einen Blick auf das Spiel. Forsaken World Free to Play, genau, also ein MMO von Perfect World und Levelgrenze auf 100 angehoben. Action, Anime, naja. 9 GB. Naja, das ist ja gar nicht mal so viel, was zumindest für die Installation benötigt wird. Mal schauen, wie viel das Spiel tatsächlich runterladen möchte. Okay, 7,5 GB. Aber das wird doch eine ganze Weile dauern. Deswegen ich dann erstmal Pause machen werde und das Spiel bzw. die Aufnahme dann heute Abend fortsetzen werde. So, willkommen zum Spiel. Ich habe jetzt erstmal noch einen Account anlegen müssen, damit ich überhaupt hier in das Spiel reinkomme und mich anmelden kann. Und leider lässt sich das Spiel auch wieder nicht so ohne weiteres aufnehmen. Und im Moment habe ich die Musik ausgeschaltet, damit ihr mich hören könnt, weil im Moment die Hintergrundmusik hier doch ziemlich laut war bisher. Von dem Login gehe ich davon aus, dass ich jetzt erstmal eben meinen Charakter erstellen muss oder zumindest irgendeine Spielfigur, mit der ich dann spielen kann. Und erstmal schauen, wie ich jetzt hier die verschiedenen Einstellungen mache. Also den Sound lasse ich jetzt erstmal noch aus, weil ich aktuell noch keine Einstellung gefunden habe, wo ich die Musik einfach mal ein bisschen runterdrehen kann. So, Menschen, Elfen, Zwerge, Steinmenschen, Kindred, Rasse Werwolf und Dämonen. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen schauen, was ich jetzt hier überhaupt auswählen kann. Aussehen anpassen, Geburtstag und Charakternamen eingeben. Okay, Krieger, Assassin. So, als Krieger, also Nahkämpfer ist nicht so mein Ding. Assassine ist so ein bisschen Fernkämpfer, aber ich möchte eigentlich eher irgendwas Richtung Magie und Fernkämpfer spielen. Menschliche und Kindred-Magier sind talentierte Meister der Magie, die die Macht des Zauberns verehren und verbreiten. Und Priester, das ist eher so Heil und Unterstützung, das ist jetzt für mich nicht so spannend. Dann mal schauen, was die anderen so für Klassen. Okay, das ist auch wieder dann Krieger, Priester und Bade. Okay, Musik. Das ist jetzt auch nicht, was ich jetzt zuerst das erste Mal spielen möchte. Schütze vom Zwerg. Aber ich möchte doch dann, wenn dann, wie gesagt, lieber Magie spielen. Patriot. Steinmenschen wurden aus Stein erschaffen, sie verehren Titan und Salarius. Jeder Steinmensch spürt den Drang, seine Heimat beschützen zu wollen. Okay. Das muss ich nicht machen. Ich weiß gar nicht, was bedeutet überhaupt das Mikro. Okay, Schütze ist die Dings. Mikro 4. Mikromanagement wahrscheinlich beim Kämpfen. Das heißt, dass man dann... Na, mal gucken, wie das Kampfsystem dann überhaupt ist. Also Assassine ist ja auch Magier. So, Vampir. Vampir können unmittelbar massiven Schaden anrichten und sich selbst heilen und sich verwandeln. Sie sind mächtiger, als man vermuten würde. Naja, das klingt ja nicht schlecht. Seelensammler sind voller Hass und Zerstörung. Sie sind furchtbare Krieger, die sich für Macht selbst schaden. Ach nee. So, das sind dann hier auch Seelensammler und Assassine. Und Dämonen.
Auf ihrer Mission, die Welt von allen Sündern zu befreien, kennen sie keine Gnade. Sie stammen aus den tiefsten Tiefen des Abgrunds. Sie sind eiskalte und grausame Vorboten der Gerechtigkeit. Sie sind nur die Höllenpeiniger. Achso, sie sind die Höllenpeiniger. Nur Dämonen können Höllenpeiniger werden. Okay. Nee, dann fange ich erstmal mit Kindred an, weil Mensch ist mir dann doch zu Standard und ich werde aber einen Magier spielen. So, dann. Okay, da kann ich die verschiedenen Gesichter durchspielen. Flair. Okay, nicht so ganz so blass, bin ja schließlich kein Vampir. So, mal gucken, was passt jetzt zu meiner Hautfarbe am besten oder spiegelt meine Hautfarbe am besten wieder. Also so dunkel sehe ich bestimmt nicht aus. Grün ist, sah ich heute auch noch nicht aus. Naja, je nach Lichteinfall könnte ich das schon fast machen. Aber ich glaube, den werde ich mal nehmen. Ah, Frisur ist natürlich immens wichtig. Am besten ein schöner Kurzhaarschnitt. Mal gucken, ob es sowas gibt. Nee, leider nicht. Ich habe doch eigentlich einen Mann ausgewählt, oder? Da werde ich auf jeden Fall nicht mit langen Haaren spielen. Oh je, Haarfarbe. Naja, lassen wir mal ein bisschen schwarz. Ui. So. Okay, weiter. Name eingeben. Spiele. Hallo. So. Okay. Mal wieder nicht, mal wieder zu lang. Dann spiele ich nur als SP-Philosoph. Mal gucken, ob das angenommen wird. Geburtsdatum. Welchen Sinn macht es hier, ein Geburtsdatum auszuwählen? Erster. Steinbock, die Konstellation der Erde, Himmelskörper und der Saturn, der Geduld und der Ausdauer symbolisiert. Also ein Monat. Moment, Tag. Naja, wenn ihr es keinem verratet, nehme ich hier mal den Widder. Widder, Konstellation des Feuers. Der Himmelskörper ist der Mars. Genau, das passt doch schon mal ganz gut. So, Name eingeben. SP Philosoph. Passt soweit. Und dann los zum Ausprobieren. Spielephilosoph, Lager der Überlebenden, Level 1. PvP, PvE, Handel. Was ist das hier? Ein Chatkanal? Line Name, gut. Wenn ich jetzt doch endlich mal irgendwo Einstellungen bekommen würde. So, kann ich jetzt Start machen? Let's log in des Characters, okay. Noch was mitbekommt. Der Drache holt das Luftschiff aus der Luft. Und ich mache damit wahrscheinlich eine Bruchlandung.
Ich soll mich mit den WASD-Tasten bewegen und mit der Leertaste springen. Okay. Weiter. Funktion bei Linksklick. Rechts, Linksklick, klickt nach dem Boden. Okay, da kann ich mich auch bewegen. Dann muss ich da nichts großartig machen. Drittens, klickt, um die Fähigkeit zu benutzen. Okay, soll ich jetzt eigentlich irgendwas machen? Also ich komme wieder zu Bewusstsein und erinnert euch, dass ihr zuvor auf einem Luftschiff unterwegs wart nach Port Kalarien. Ihr habt Tür 3 gewählt. Lest den Code bis zum... Aha, was denn für eine Tür 3? Zwillinge. Nix kann einen reinen und weisen Geist zum Nebel. Sternzeichen, Zwillinge, Glückzeichen, Waage. Ihr befindet euch zurzeit unter keinem Glückzeichen. Na, super. Geburtsgebet. Euer Geburtsgebet hat die Götter veranlasst, euch zu segnen. 5 Plätze erforderlich für dieses Geschenk. Ihr könnt in 5 Minuten erneut beten. Okay, Inventar. Ach du Scheiße, das ist Weltrangliste. Okay, Inventar, Schnelltaste, Taste B. Okay, wahrscheinlich wird das große Problem sein, dass ich hier ziemlich schnell, ziemlich wenig oder ziemlich viel Ausrüstung bekomme. Also nehme ich es mal an. So, die Legende von Iridia, sammelbar, Lebenskraftkosten 1, gebunden, Sammlung Epos, Aufzeichnung zur Geschichte Etruyas, zum Lesen rechtsklicken. Die Legende von Iridia, da da da, bla 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 bla, bla 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 bla. Hinzufügen. Okay, Sammlung Legende Iridias vervollständigt. Erste Erfolgerung, drückt L, um eure Errungenschaften anzuzeigen. Meine Errungenschaften, Epos 1 von 2, Offenbarung. Sammlung 1 von 97 im Gange. Alle. Ah, meine Güte. Ja, da scheint es schon einiges zu tun zu geben. Das ist der Grund, warum ich das MMO überhaupt in meiner Liste drin behalten habe, nachdem die ja normalerweise ziemliche Zeitfresser sind, war vor allen Dingen die Überlegung, dass es hier was mit Handwerk gibt und, glaube ich, irgendwie flexible Dinge, Bäume, was auch immer. So, mal schauen, meine Charakter schnell tasten. Ui, das ist ja schon mal schön unübersichtlich. Ein Haufen Krimskrams. So, sekundär, primär, Angriff, Fertigkeiten. Also, Zauberrobe anlegen, Stoffhose anlegen, Zauberstiefel anlegen und einen Hartholzstab. Na, immerhin, meine erste Ausrüstung. Okay, also was Funktion beim Linksklick? Klickt, um die Fähigkeiten zu benutzen. Aber mit wem kann ich denn hier irgendwo kämpfen? Also ihr kommt wieder zu Bewusstsein. Das Schwarze kam plötzlich aus den Wolken hervor und zerstört euer Luftschiff. Ihr habt unmittelbar danach eine Explosion gehört und euer Bewusstsein verloren. Die jetzige Umgebung bedeutet, dass ihr euch nicht in der Klairis-Ebene befindet. Ja, wahrscheinlich. Bestätigen. Quest Überleben beendet. Schön, ich lebe noch. Also, weitere Quests. Funktion beim Linksklick. Zum Öffnen der entsprechenden Menüs auf die Symbole klicken. Okay, ein paar habe ich schon aufgemacht. Fähigkeiten habe ich auch schon gemacht. Stadtportal. Nein, kein Stadtportal. Abbrechen. Wie breche ich das ab? Okay, Fähigkeit wurde unterbrochen. Mit Escape kann es abbrechen. Ich habe eine Erfahrungsstufe erreicht. Okay, weiter. Haltet die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu drehen. Okay, soweit so gut. Und mit dem Mausrad kann ich zoomen und so weiter. NPCs. Ah ja, da gibt es ein paar, die wollen was von mir. Bestehende Quests sind über Q einsehbar. Hauptquest. Überleben. Was ist dieser Ort? Leuchtende Sonne, grünes Gras, Friede, Ruhe. Wo bin ich? Unweit von hier steht euer Aufseher, Torres Eugen, der Sieberflügelherzog. Meldet euch bei ihm. Okay, also ich soll mich bei ihm melden. Okay, das war's schon. Mehr hast du nicht zu sagen. Okay, Enzyklopädie, Level. Ach du meine Güte. Sourceful Kill, Era Gift, Legends, Jobs, Alchemist, Chef. Level 20, Level 10. Achso, ja, Zeit, den Countdown zu starten. Und dass ich nach einer Stunde Schluss mache.
und dann das Video mal fertigstelle. Da oben gibt es Experience, wird mit 4 multipliziert und Seelenkraftpunkt für Monstertöte multipliziert mit 3 und für Quest ebenfalls. Zeit für Multi-Dingsbums. Willkommen bei Forsaken World. Na dann, also was hast du mir zu sagen? Kommandeur des Hügel, Desaster überleben, wo bin ich? SP-Philosoph, wie schön, dass ihr am Leben seid. Wir haben schwere Verluste erlitten, es haben nur wenige überlebt. Ja, ich bin ein Glücklicher. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Okay, alles ist kaputt. Na gut, dann hilft der Dryade. Klar, was soll ich einsammeln? Silberblüte, bla bla bla, Greifenblut hat heilende Eigenschaften. Na gut. Also gibt es ein paar Greifen, ein paar auf die Luft. Krebs, das Zeichen der Veränderung. Das Ende verheißt einen neuen Anfang. Ihr befindet euch zurzeit unter keinem Glückszeichen. Unbekannt. Zyklische Ära, göttliche Ära. Was haben die ganzen Dinger zu bedeuten? Eis und Feuer, Göttin, Finsternis, Unheil, Theokratie, da ist überall Chaos. Okay, was auch immer. Ohne Chaos gibt es keine Ordnung. Ein Schatz annehmen. Prüfungsessenz gebunden. Die Übungsessenz, die ihr beim Aufleveln erhaltet, kann gegen Boni eingetauscht werden. Klickt auf das Geschenksymbol, um Schülers Markt zu öffnen. Geschenksymbol, das da. Eure Erfahrung ist euer Schatz. Ja, wie auch immer. Ungeeignet, kostenlos. Erfahrung, gratis Experience. Eine Essenz. Das ist eine Prüfungsessenz. 50 Mal pro Tag, 5 Mal pro Woche, 5 Mal pro Tag. Orangen Experience, -Gürze. Blut der Chor-Dingsbums. Verwende, um mit der Zeit Gesundheit und Mana wiederherzustellen. Jetzt noch nicht. So, und was ist das Ding? Jetzt klicke den Gegenstand, um den XP, um ihn Schnellleiste anzuzeigen. Das heißt, den kann ich da unten reinziehen. Kann auf diese Weise nicht benutzt werden. Nützt mir also auch nichts. Drück die Schnelltaste Ö oder O. O, Berufe. Ja, da kann ich auf jeden Fall noch einiges machen. Also wie gesagt, das war der Grund, weil mich Berufe immer interessieren, so ein bisschen Crafting und andere Sachen, die man vielleicht noch machen kann. So, was kann ich damit machen? Zusatzfähigkeit, blutige Tanzfläche. XP-Fähigkeit. Zerlegen nicht möglich, gebunden. Seelenstärke, Schmuckstücke können durch Spezialgegenstände aufgewertet werden. Ach, da gibt es wohl einiges zu lernen. Okay, was ist jetzt meine Sammelblut vom Greif? Gibt er mir das freiwillig raus? Haltet ein, wie könnt ihr es wagen, Kreaturen aus dem Land der Entstehung zu töten? Im Moment, in dem ihr den Kopf des Greifen abschlagen wollt, hört ihr eine Person, die euch zuruft und bittet einzuhalten. Geht und sprecht mit ihr. Vielleicht könnt ihr nützliche Informationen enthalten. Ah ja. Wo kommt dieser Fremde nur her? Wir beschnutzen. Warum habt ihr den Greif? Ich hab den noch gar nicht getötet. Ich bin doch gerade mal zu dem hingelaufen. Blut als Heilmittel verwenden, wie grausam ihr seid. Ich habe keine Wahl. Seid ihr eine Dryade? Los, gib mir irgendwas. Bis dann. Okay. Aber das Fragezeichen ist doch immer noch nicht wieder da. Und du hast so eine neue Quest für mich. Mehr über den Ruf der Morgenröte. Kann der Ruf der Morgenröte für Belohnung eingesetzt werden? Ja, wenn ihr genug Ruf gesammelt habt. Was ist zeitbegrenzter Ruf? Besteht, wie der Name schon sagt, nur eine begrenzte Zeit lang. Okay, Ruf der Morgenröte begrenzt. Eintauschen. S-Klick, um 6 Flammen-Edelsteine zu erhalten, kann einmal geöffnet werden. Enge Hose betonen, muskulöse Beine. Benötigt Ruf Morgenröte minus 200, 4000, 8000.
Das heißt aber, ich habe noch nicht genug Ruf. Steht hier irgendwo, dass ich irgendeinen Ruf habe? Nee. Okay, und dann halt nicht. So, da leuchtet irgendwas. Das heißt, da soll ich irgendetwas einsammeln. Blütenblatt des ersten Lotus. Ah, das heißt, diese nette Dryade hat mir also aufgetragen, irgendetwas einzusammeln. Nächste Offenbarung in 6 Minuten. Nein, das hat dann noch nicht geklappt. Sollen wir dir mal ein bisschen bei der Arbeit zuschauen? Oh, ich habe schon 3 eingesammelt. Dann hat das beim ersten Mal doch geklappt. Gut, das heißt, jetzt bekommt der die Blütenblätter. So, das Dryadenmädchen hat recht, diese Lotusblüten erhalten reichlich Lebenshauch. Moment, ihr habt gesagt, dass ihr eben eine Dryade begegnet seid? Natürlich! Land der Entstehung? Ist es das Land der Entstehung? Dies ist vernünftig. Nur Urgötter sind in der Lage, so viele Leute durch Zeit und Raum zu versetzen. Doch warum hat uns der Weltenbaum Antus ins Land der Entstehung gebracht? Nun, wie auch immer, wir sind in Sicherheit. Okay. Geschenk, Prüfungsessenz enthalten. Nein, was war das? B war das. Okay, jetzt habe ich schon 3 Prüfungsessenzen. Und sie kosten 15. So, Beginn der Reise. Auf geht's. Hört zu, Spiele, aufgehört, blablabla. Daher möchte ich, dass ihr euch zu Genius Schrein begebt, die Dryade erwähnte. Gut, begebt euch tiefer ins Land der Entstehung. Questtracker-Einstellungen, Fenstergröße, nach Zahlen, nach Questannahme. Bestätigen. Ah, hier drüben habe ich ja noch irgendeine Leiste. Naja, mal gucken, was die dann wann und wie zu bedeuten haben. Keine dauerhafte Segnung. Schade. So, neuer Kalender, Schnelltaste. Empfohlene Ereignisse, Szenario, Land der Entstehung. Wo soll ich denn eigentlich hinlaufen? Ah, die Map. Kann ich die Map ein bisschen vergrößern? Anzeige optimieren. Anpassung. Optimierung. Einfach grafische Spieler verbergen, Monster verbergen. Aktionseffekte vereinfachen, alle Effekte verbergen. Einfache Grafik. Schneller Modus empfohlen. Ressourcen anzeigen. Erlernt zuerst einen Beruf. Ja, geh mal arbeiten, du. Lage der Überlebenden. Klicke, um den Riemen zu wechseln. Okay, das heißt, diese PvE-Geschichten sind die Riemen-Geschichten. Na gut. Also dann, weiter geht's. Gibt es hier irgendeine Anzeige, wo ich eigentlich hinlaufen soll? Wie war das jetzt mit der Quest? Folgt der Straße, um in die Tiefen des Landes zu gelangen. Kann der irgendwie schneller laufen? Schneller laufen. Lage der Überlebenden. Kristall. Teleport. Genau, teleportiere mich doch mal irgendwo hin. Spur der Lage der Überlebenden. Die Spur der Abenteuer wurde hier aufgezeichnet. Soll die Rückkehr... Soll der Rückkehrpunkt abbrechen? Nee. Lage der Überlebenden. Ah ja, schon mal die erste Karte. Hineinzoomen. Lage der Überlebenden. Punkt Nummer 1. Meine Position. Kristalltransport. Benötigt Level 20. Kosten 0. Ah, ich bin da oben. Kosten 10. Aber ich benötige Level 20. Okay, also Reisen geht im Moment eh noch nicht. Und das sind Dörfer. Das heißt, ich soll jetzt eh zum nächsten Dorf wechseln. Naja, dann mal auf geht's. Hey, da sind springende Pilze. Oh, da sind böse springende Pilze. Ja, ich kann meinen ersten Angriff machen. Ich kann auf den Pilzhut hauen.
12 Experience. 12 Experience erhalten und 3 Seelenmünzen erhalten. So, wonach ergibt es sich jetzt, wie ich... die Fähigkeiten einsetzen kann. Ui, das war ja ein kräftiger Schlag. Beziehungsweise kräftiger der Eispfeil. Der Eispfeil hat ihn fast hinweggefegt. Okay, also der magische Pfeil, Abkühlzeit, Reichweite 18 Monate, versorgt 100% normalen Schaden. Versorgt 125% normalen Angriff. Ursacht 115 plus 326 Bonusschaden. Was spielt er denn da oben die ganze Zeit? Aber solange ich jetzt eh keine erledigen muss... Hey, was war das denn? Das waren wieder die Seelenmünzen. Nächste Offenbarung in 5 Sekunden. Haltet euch alle die Augen zu, gleich wird eine Offenbarung geschehen. Klickt auf das Sternzeichen, um zu beten und eine Offenbarung zu erhalten. Ein Gottesgeschenkbox annehmen. Okay, das heißt, alle 15 Minuten bekomme ich irgendwelche Dinge geschenkt, die mir dann das Inventar verhageln. Vertrag des Windes. Was war jetzt Inventar? C. So, was ist das Gottesgeschenkbox Level 11? Okay, die kann ich eh noch nicht aufmachen. Ein Seelenbeutel. Wo ist der jetzt hingegangen? Ausrüstung. Okay, das sind wahrscheinlich einfach nur Filter. Flugreittier. Einfacher Schattenkampfbox. Reisegeschwindigkeit 100 gebunden. Zum Besteigen rechtsklicken, zum Absteigen erneut klicken. Hey, cool. Das heißt, den kann ich mir doch gleich schon mal in die praktische Seitenleiste ziehen. Jetzt kann ich auf einem... Wie hieß das Ding? Schattenkopfbock. Quest, es scheint, als werdet ihr im Land der Entstehung nicht allzu einsam sein. Eure Feinde, die Sturmlegion, wurde auch hierher beordert. Sterbt! Guter Quest, böser Gast beendet. Wieso habe ich denn jetzt eine Kampfquest? Vertrag des Windes, Zusatzattribut, externer Schnellritt, extremer Schnellritt. Verbleibende Zeit 7 Tage und 0 Stunden, zerlegen nicht möglich. Ah ja, das heißt, da kann ich noch schneller laufen. Was auch immer. Schnelles Aufsitzen, schnell. Ah, okay. Wieso ist... Da ist mein Dingsbums. Hey! Cool, ich kann schneller aufsitzen. Und kann ich Hasen jagen? Hasen kann ich nicht jagen. Okay, also den Bock habe ich jetzt. Jetzt ist die Geschenkbox, die bleibt. Und das da, Taschenerweiterung. Erweitert eure normale Tasche über die Taschenoberfläche oder sucht einen Bankierssohn, der Dämmerungszitadelle läuft. Innen ist größer als außen. Erweitert eure Normaltasche über die Taschenoberfläche. Wo ist denn die Taschenoberfläche? Tasche, Tasche, da. Modetasche öffnen. Abgelegene Modestücke werden bla bla bla. Tasche erweitern. Hier. Aha. Das gilt hoffentlich für alle Sachen. Quests, Handeln. So, sortieren. Sortieren-Modus ist aktuell von oben. Hier klicken, um dies zu ändern. Hier klicken. Sehr witzig. Wo ist hier? Klick, 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 klick. Also was auch immer das hier ist, hat jedenfalls hier nicht funktioniert. So, teilen, verkaufen, zerstören. Okay. Gut, weiter geht's. Lebenskraft 12, Energie 13.
Level 5. Ich bin schon auf Level 5 aufgestiegen. Ist ja ein Ding. Okay, wo sollte ich hin? Abartiger Zentauren-Speerträger. Quest beenden. Westlicher Rielen Barend. Tötet 10 abartige Zentauren-Speerträger und meldet euch bei Barend. Also bisher waren hier nur Pilze. Okay, so bundle ich. Solange ich auf den Dingern drauf bin, geht das nicht. Ritter Löwenherz, Kundschafter. Da sind abartige Zentauren-Speerträger. Okay, setzt da automatisch ab. Tam, pam, tschu. Tschu. Die Dinger kommen zu mir. Hey, die werden aber schnell wie gespawnt. Aber anscheinend greifen sie mich von sich aus auch nicht an, von daher ist es ziemlich egal. Jetzt hat es nichts gegeben. Was ist das hier? Patch-Hinweise. Kampfhilfe ist nur für Charakter über Level 60 verfügbar. PK-Schutzeinstellung und Tab-Tastenbelegung. PvP-Einstellungen. Zeitschloss-Einstellungen. Codesperre. Das heißt, dass ich meinen Account sperren kann, wenn ich sowieso schlafe, dass nicht ein anderer in meinem Account rumspielt. Ah, muss ich das einsammeln? Okay, die ganze andere Essenzgeschichte. Ihr habt einfach Lebenstrank erhalten. Zieht den Lebenstrank auf die Schnellleiste, um schneller Zugriff darauf zu haben. Jawohl. Schon erledigt. Was macht das denn eigentlich? Zaubern unterbrechen. Okay, aufheben. Zack, der ist hinweggepustet. Okay, 5 von 10. So. Noch 4. Kann ich hier eigentlich den Standardzauber reinsetzen? Ups, jetzt ist mein Zauber weg. Oh je. Wo kriege ich denn jetzt meinen Zauber wieder her? Handlung, Fähigkeiten, Berufe. Stadtportal, Feuerball, Eisfall, Basis. Normaler Angriff. Okay, da kann ich nicht reinsetzen, aber da kann ich ihn schon reinsetzen. Gruppe einladen, verkaufen, zufälliges Reittier besteigen, Klickwechsel, Gruppe verlassen, aufheben, laufen, rennen. Hey, laufen, rennen, das ist doch noch. So, helfender Angriff, was auch immer das ist. Hilfsangriff, Zaubern unterbrechen, das habe ich da oben schon. Handel einleiten. Klasse, Stadtportal, Talente verfügbar ab Level so und so. Seelenkraft Level 60 und Awakening Level 90. Ja, inzwischen kann man ja hier irgendwie bis Level 100 erreichen. So, mal gucken, was passiert, wenn ich mal 8 mache. Gar nichts. Gut. Wahrscheinlich, dass man jemanden den Kill nicht wegnimmt, was es ja öfter bei MMOs irgendwie gab und es dann nur für bestimmte gilt. So, der letzte. Fähigkeit kühlt ab, dann kämpft doch irgendwie anders weiter. Brenne. Wieso ist der jetzt da hinten umgefallen? Okay, so, das ist fertig. Barend. Wo finde ich den? Westlicher Rielen. Ich hoffe, der da hinten. Ja. Ich hätte gern eine größere Karte. So ein Pech. Mein erster Flug auf einem fliegenden Schiff endet mit einem Unfall. Tut mir leid, ich habe euch hier noch nie gesehen. Wie heißt du? Ich bin Spielphilosoph. Und freue mich, hier einen Paladin zu treffen. In Wahrheit möchte ich kein Paladin sein. Oh, du Armer. Jetzt bin ich überlebender Teleportstelle und jetzt bin ich dort.
Gib ein beliebiges Teil des NPC-Namens ein, um nach ihm zu suchen. Ah ja, Barend habe ich schon gefunden. Cool. Zumindest kann man die Leute dann finden. So, den Level 1-Pilz habe ich schon gemacht. Die Level-Abartigen habe ich jetzt auch gerade gemacht. Und da ich ja schon Level 5 bin, wird Zeit für den nächsten. Okay, also was willst du? Getränke in der Taverne genießen, wie auch immer. Okay, dann geh dich doch besaufen. So ein Pech. Okay, verletzte Dryade, da. Was soll ich tun? Den großen Kerl K.O. schlagen. Ach, das ist der Typ, der hier immer rumschläuft. Wie schlage ich den K.O.? Indem ich ihn einfach platt haue. Kritischer Treffer, 1200. Naja, allzu schnell werde ich nicht umfallen. Zack, K.O. geschlagen. Okay. Zufrieden. So, Mana und Gesundheit regeneriert sich von alleine. Da brauche ich überhaupt nichts weiter. Ja, K.O. geschlagen. Gute Arbeit. Gut, dann weiter zum verwundete Dryade. Okay, was ist mit dir? Wo sind die furchtbaren Kreaturen nur hergekommen? Eine weitere Dryade. Es tut mir leid, doch wir haben keine Wahl. Vielen Dank, bitteschön. Land der Entstehung. Oh ja, los geht's. Und der Genesis Schrein. Vielen Dank. Also, sprecht mit dem Verwundeten, habe ich schon. So ein Pech, das hat man doch schon. Erfahrt mehr über dieses Land. Ja, so ein, immer noch das gleiche. Ansehen. Ein Eintrag, Anfang von allem. Ui, wer bist du denn? Fortschritt 0 von 0. 1 von 1, Punktewert 5, erfahrt mehr über das Land. Diese Stufe wird durch Erfüllen der Quest erfahrt mehr über das Land erreicht. Diese Stufe wird durch Erfüllen der Quest der legendären Magier erreicht. Gut. Ah, Textwüsten. Also, was soll ich jetzt machen? Eis und Feuerwein. Quest beenden, westlicher Rillen, Blätterfallhäuptling. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal die Karte und gucke ich jetzt den Blätterfallhäuptling. Keinen aktivierten legendären Taschen. Aber ich kann ein normales Dingsbums anziehen und dann kann ich nochmal dorthin laufen. Okay, automatisch. Jetzt habe ich schon 52 Lebenstränke. Was soll ich denn mit so vielen Lebenstränken machen? Dann kann ich ja mein Inventar noch ein bisschen angucken. Dann gibt es hier irgendwas zu tun. Kann ich irgendwas anklicken, anstellen? Quest beenden. Westliche Rillen, Blätterfallhäuptling. Nee, ich soll da hinlaufen. Da ist er ja schon. Hallo, Blätterfallhäuptling. Welches Schicksal winkt du ja da, Blätterfallendorf? Ein Level ist zu niedrig, um teleportiert zu werden. Schön. Okay, die Dryade besorgen. Ah, ein Auswärtiger. Willkommen im Blätterfalldorf. Vielen Dank, dass ihr euch geholfen habe. Ihr habt etwas auf dem Herzen? Nee, aber ich will irgendwas bekommen. Gut, auf zum Genesis-Schrein. Quest-Geschenksprüfungs erhalten, Quest-Weg Dryade erhalten. Quest beenden, Blätterfalldorf, Pflanzhändel Dryade. Okay, weiter geht's. Was ist in meinem Inventar? Jetzt habe ich schon 6 Prüfungsessenzen. So, wo konnte ich das? In der Geschenkbox konnte ich da was mit anstellen. Ungeeignet. Erfahrung. Oh, ich bin schon da. Na gut.
So, das wird der Erde. Nehmen wir auch wieder. Okay. So viel Fremde hier heute hier. Ja, immer diese Fremden. Okay, wieder Prüfungsessenz bekommen. Es ist mir eine Ehre, danke. Pflücke ein Bärengebüsch. Bärengebüsch, Bärengebüsch, Bärengebüsch. Okay. Kann ich die angreifen? Sind ziemlich schwach. Wo ist denn hier ein Bärengebüsch? Sammelt eine Lunabeere vom Gärenbärengebüsch. Finde ich die auch in dem Dingsbums? Teleport, wichtige Orte, allgemeine Quests, wichtige Quests. Teleporte. Ne. Also eine Beere. Nein. Das sind die Viecher bis zum aktuellen Gildenkrieg. Ui. Sollte man nicht bei der Roten Gilde sein. Gilde Reunion, Gilde Lords, Gilde Ewigkeit, Refam. Die scheinen alle befreundet zu sein. Refam, Refam, Refine. Na gut. Ah, es ist schon wieder Zeit zu beten. Was ist das denn? Eine Abkühlung, Löwenherzquelle, erhöht euer Angriff um 100 und euer Kritrat um 10, regeneriert alle 5 Sekunden deine Dauer, dauert 2 Stunden, wirkt nur bei Spielern unter Level 50. Nein, hier war das. Und den Charakter, kann ich das jetzt auch irgendwie. Okay, dauerhafte Segnung, 2 Stunden. Naja, so lange werde ich nicht mehr spielen, aber auch gut. Na, komm. So, wo finde ich denn jetzt nochmal diesen. Vielleicht sollte ich nochmal mit dir sprechen. Im Moment sehe ich jetzt nämlich immer noch nichts, wo ich hier wahrscheinlich diesen Busch finde. Aber ich vermute mal. Dass ich auf der Karte diese komischen. Nee, das sind die Sturmdiener, die da aufleuchten. Bumm. Okay, verrat mir doch nochmal, was ich eigentlich genau machen soll. Okay, das war nicht sehr hilfreich. Ach, so geht es auch. Da hinten ist also ein Bärengebüsch. Naja, wie praktisch. Ein MMO für Dummies. Wenn ich irgendwo hin will, einfach nur draufklicken, dann geht es schon. Und davon brauche ich nur eine einzige. Zum Essen rechtsklicken, um den Lunabären in den reichen, fruchtbaren Boden zu pflanzen. Rechtsklicken, um den. Pflanzt den Lunakern. Okay. Quest beenden. Vergab den Lunabären in fruchtbaren. So, jetzt muss ich wieder zu der anderen Seite rennen. Ja, das ist immer so, das viele Laufen hält einen fit. Gesamtlogin 1, andauernde Logins 1, unbekannt. Ha, da sind die fruchtbaren Böden. Ihr habt nicht das benötigte Werkzeug.
Wie jetzt? Öffnet eure Tasche und rechts liegt die Mühe, um sie zu essen. Vergrabt danach den. Ach so, ich muss sie doch erst aufessen. Na gut. Lecker, lecker. Luna-Bären. So, der Pflanz ist. Die Pflanzung ist abgeschlossen. Ja, und sie macht schon Purzelbäume deswegen. Also, Pflanze entnommen und so weiter und so fort und bla 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 bla. Gut. Dryadenjäger. Quest beenden. Blätterdorf. Keine aktiven Ich kannst du doch gleich selber anschalten, wenn du meinst, ich brauche unbedingt ein Reittier, um da vorwärts zu kommen. Okay, so funktioniert es nicht. Da bleibt er schon mal an einer kleinen Platte hängen. Ah ja, also die Wege sind jetzt hier noch nicht sehr weit, aber ich werde wahrscheinlich kaum aus dem Anfangsgebiet irgendwie rauskommen in der Zeit. Diese verdammten Fremden. Immer noch die Fremden. Also Reißzahnbestie. Gut, begibt den westlichen Teil der und tötet 5 Reißzahnbestien, die die Lunabären schädigen. Ja, da wo ich vorhin die Lunabäre geholt habe, hätten sie mir auch gleich sagen können, dann hätte ich die gleich platt gemacht, während ich die Lunabäre geerntet habe. Also, her mit dir. 2, 3. So, Nummer 1 ist erledigt. ...1600 kritische Hitte. Ich bin schon Level 9. Ich krieg überhaupt nicht mit, wann ich überhaupt aufsteige. Das scheint irgendwie so ziemlich nebenbei zu passieren. Wenigstens irgendeine Animation und ein Hinweis. Sie sind ein Level aufgestiegen. Sie sind jetzt, was auch immer, cleverer, schneller, stärker. Auf jeden Fall habe ich, ich glaube, ich hatte vorhin nur 1500 Lebenspunkte. Das hat auf jeden Fall schon deutlich zugenommen. Und das war der letzte. Also ab zur Dryadenjägerin. Naja, auf den kurzen Strecken lohnt es sich fast gar kein Reittier anzulegen. Da sehe ich schon das Fragezeichen. Ich würde ja gerne irgendwie 5 oder 10 Quests auf einmal machen. Aber das ist ja in den Anfängergebieten wahrscheinlich noch nicht so. Tier! Oh, ein Tier. Gutplätze. Tierstein einsetzen. Wie süß. Das will ich auch haben. So, sprecht mit Blätterfallhäuptling. Das ist der, auf dem ich schon gewesen bin, bei dem ich schon gewesen bin. Ihr werdet durch Auflevel inspiriert und erhaltet Prüfungsessenzen. Große des Chatfeldes anpassen. Große des Blablabla anpassen. Experten, 5 von 6, Daily und HQ, Heal bitte für Inferno. Ich will diese Dingsbums gar nicht sehen. Mal gucken, Welt will ich nicht haben. Oh je, ach, viel zu viele Einstellungen. Okay, was ist mit dir los? Sehr schön. Danke vielmals. Also auf zum Langbad. Moment, Reittier einschalten. Und jetzt auf zu Langbad. Autoroute zum Zielpunkt. Ja, wir hätten auch über den Weg laufen können, aber wir können auch einfach quer, kreuz und quer über die Felder laufen. Blätterfalldorf, Langbad. Garten.
Da sind schon die nächsten. Ein giftiger Treant. Die werde ich bestimmt gleich heimsuchen. Oh, hast aber einen langen Bart. Nun könnt ihr eine neue Fähigkeit erlernen. Klickt auf die Fähigkeiten-Schaltfläche, um das Fähigkeitenfenster zu öffnen. Damit klickt dann auf das Plus-Symbol neben dem Fähigkeitennamen. Fähigkeiten und Talente. Segen der Kinnret. Keine. Erhöht eure maximale Gesundheit um 8%, hält 30 Minuten lang an. Aha, da habe ich also schon was bekommen. Ah, hier gibt es mehrere Seiten. Ne, gibt es nicht. Okay, kann ich jetzt den verstärken? Wie viele Punkte kann ich denn ausgeben? Donnerschlag. 82 Mal innerhalb von 3 Minuten bis zu 5 Ziele. Finsteres Wissen, passiv. Zauberer können mächtige Zaubersprüche beherrschen, doch zuerst müssen sie die Elemente beherrschen. Erhöht Wind, Feuer, Wasser und Fertigkeiten um 8. Okay, das ist eh passiv, das muss ich nicht machen. So, Donnerschlag. Eine neue Fähigkeit. Feuerball kann ich aufleveln. Level 1, Level 2, 58 Mana, 125 Normalschaden und verbrennt mit 111. Und Eisfall, 74 Mana. Ja gut, aber Mana habe ich ja 2400, das heißt, das ist ganz gut. Reichweite bleibt gleich. Angriff plus 495 statt 368. Naja, da bin ich doch gleich schon mal ganz gut gewappnet. Okay, ich nehme alle Anforderungen, um zum Genesis-Schrein zu kommen. Neue Fähigkeit. Ihr habt eine neue Fähigkeit erlernt. Zytes Fähigkeiten, den zum Teil habe ich doch schon gemacht. Habe ich doch schon alles gemacht. Klingt schrecklich gefährlich. Was für ein Profit. Ich gehe einfach. Träne der Toten. Und zum Genesis müsst ihr die Anerkennung von Langbart erhalten. Im Gegenzug braucht Langbart zwei Tränen der Toten für ihn. Im Langbart-Garten liegen zwei berühmte Männer begraben, eines der Wettbewerber. Vielleicht könnt ihr Rasinger fragen, ob euch eine eurer Träne. Was? Ob er euch eine Träne der Toten gibt. Ja, fragen wir ihn doch einfach mal. Und wenn nicht, hauen wir ihm ein paar auf die Nase. Ganz einfach. Mit der legendären Mann. I know your name, you are a legendary hero, ja. Danke. Holt die Träne der Toten bei Dunkelbart. Bringt die Erinnerungsscherbe zu Dunkelbart, um eine Träne der Toten zu erhalten. Also, Dunkelbart. Wo ist Dunkelbart? Dort ist Dunkelbart. Das heißt, außer diesem komischen Dingsbumstag kriege ich gar nicht mit, dass ich Levelaufstieg habe. Für eine Träne der Toten sage ich, was mit dem Zwerg geschah. Erzähle ihm die Geschichte der Zwergen. So, sehr schön. So, und jetzt? Vielleicht könnt ihr rein, ob euch eine Träne der Toten gibt. Ja, bei dem war ich ja schon. Okay, aber vielleicht erzählt er mir ja, wo ich die zweite finde, nicht wahr? So. Legendäre Magier. Quest beendet. Seelensamen. Bringt die Träne der Tod zu Langbart und kehrt mit den Samen zu Reisinger zurück. Also gut, Langbart bekommt schon alle zwei Tränen. Anforderung des Wächterbaums. Gut, nehmt nun diese Samen, bewässert ihn mit Tränen der Toten, pflanzt ihn hier vor meinen Augen. Ich werde sofort aufbrechen. Und der setzt sich schon mal hin.
So. Mana ist um 7. Ah ja, da steht noch ein bisschen mehr. Ich habe Level 11 erreicht. Gesundheit um 33, Mana um 57, Angriff um 5, Verteidigung um 1, Genauigkeit ausweichen. Eure Windfertigkeit ist um 1 gestiegen. Eine Fertigkeit ist um 1 gestiegen. Das heißt, hier ist jedenfalls nichts gestiegen. Eure Windfertigkeit. Ich habe doch hier gar keine Windfertigkeit. Na gut. So, giftiger Trend. Okay, jetzt kann ich sie endlich töten. 10 giftige Trends in Langbadgarten und kehrt zu Reisinger zurück. Wo sind die nochmal alle hin? Jetzt haben sie sich versteckt. Eben waren sie noch da. Die waren hier drüben alle. Da sind sie. Kämpfen, nicht hinlaufen, kämpfen. Ui, das ging aber flott. Donnerschlag. Pum. Jetzt kämpfe ich gleich gegen zwei. Und habe ihn schon aus den Socken gehauen. Die haben keine Chance. Macht das Ganze auch ein bisschen eintönig, wenn ich da überhaupt keine große Strategie oder irgendwas anwenden muss, sondern einfach nur ja, ab und zu mal auf die Zahlen klicken. Da würde sich wahrscheinlich ein Kämpfer doch etwas aktiver spielen, wenn ich zumindest noch hinlaufen muss. So, das ist der 9. Fehlt noch einer. Und damit ist die Quest abgeschlossen. Ab zu Reisinger. Seelensamen. Samen, die euch von dem Wächterbaum Langbad überreicht worden, können Seelen binden. Zum Verwenden vor Langbad rechtsklicken. Vor Langbad rechtsklicken. So. Quest. Tränen der Toten. Man sagt, die Tränen der Toten können Leben retten. Ich bin bereits Level 10, das heißt, ich darf das Geschenk. Was? Okay. Erst mit dem zu Ende sprechen. Vielen Dank. Da sind die Seelensamen. Und jetzt das Geschenk auspacken. Schriftrolle der Weisen. Eine neue. Der Gegenstand braucht nicht Identität. Oh, na super. Eine Schriftrolle mit erkanntem Text, mit der Vorkommen von Gegenständen unter Level 40 identifiziert werden können. Kann ich die nur einmal verwenden oder kann ich die mehrfach verwenden? Kaltsternüberbleibsel. Verwendung bei Verbesserung von Ausrüstung. Taschenerweiterung. Tasche ist größer als innen und außen. LT1 Taschenerweiterung benötigt, um eure Tasche auf 36 Plätze zu erweitern. Jawohl. Seelenpartikelmittel. Zum Benutzen rechts und erhalte 10 Gold Seelenmünzen. Bartholomew erhielt Schärfe Edelstein 3 durch ein Geschenk der Götter. Schön für ihn. So, Level 20 kann ich die nächste Packung aufmachen. Und das kann ich noch nicht benutzen. So, pflanzt den Seelensamen vor Langbad. Okay, also ab zu Langbad. Und dann Samen, die euch vom Wächter Langbad überreicht werden können, Seelen binden. Zum Verwenden vor Langbad klicken. Hallo Langbad, ich bin wieder da. Ich habe dir Seelensamen mitgebracht. Genau, nimm Platz und schau dir an, was ich zu bieten habe. Okay, ich habe einen Kristall zu bieten, der hier rumsteht. Die Seelensamen wurden in der Träne durchsichtig und verschwanden. Es erscheint, als hätte Reisingers Trick funktioniert. Die haben ihn reingelegt.
Alle, die hierher kommen, egal Götter oder Sterbliche, und sind nicht anders als Heuschrecken. Ja, diese Heuschrecken immer, die alles verschlingen. Okay, ich habe ein Stück eurer Seele erhalten. Sehr schön. Eintrag in den Wächter des Wissens. Okay, das ist der nächste Teil. Diese Stufe wird durch Erfüllung der Quest Trockenrebes Vorschlag erreicht. Wer bist du? Legenden im Gange. Sammlung Epos 2. Offenbarung. Land der Entstehung. Mhm. Epos, Offenbarung. Ah ja. Die Edianische Enzyklopädie wurde von der Magie-Akademie zusammengestellt. 7 Geschichten, 7 Ziele, 7 Orakel, 7 Leben, das perfekte Heptameron. Okay, den habe ich, das heißt, die brauche ich noch. Fortschritt 0 von 2. Ah ja, das heißt, Enzyklopädie ist die erste und das ist die zweite. Hm. Okay. Das heißt, hier gibt es eine ganze Menge an Dingen, die ich dann nach und nach ja, irgendwie freischalten kann oder beziehungsweise mich auf die Suche begeben kann. Was hier ist, nichts übersetzt. Na sowas, lebt wohl. Dann weiter zum nächsten. Batto, okay. Reiset hier an und auf zu Batto. Nein, da ist Batto bestimmt nicht. Batto, minus 1 Grad, 3 Minuten, 3 Grad, Koordinaten des Ziels, 227 Meter. Autorouting-Anzeige einstellen. Autorouting-Anzeige. Autorouting an, Autorouting aus. Sehr witzig. Da kann ich doch nicht viel einstellen. Was ist eigentlich das hier? Achso, das ist die Enzyklopädie. Expand Back Legends. Leistungen. Ab Level 1 können Erfolge errungen werden, wenn die Hauptquest im Startgebiet abgeschlossen wird. Um eure Erfolge ansehen wollt, drückt L, um das entsprechende Fenster zu öffnen, oder öffnet den Charakterbogen und wählt die Schaltfläche Legenden in der oberen rechten Ecke. Okay. Entweder L. Genau, das haben wir schon gesehen. Oder Charakterfenster in der oberen rechten Ecke Legenden ansehen. Ah ja. Und meine Rufpunkte. Rang 1. Persönlich Legende. Apotheose. Apotheose. Hm. Scheint noch nicht allzu viel passiert zu sein. Rang prüfen. Okay, das ist die Weltrangliste. Persönlich 0. Na gut. Also, Iruli, ich bete für deine Sicherheit. Nett, wie kommt es euch wiederzusehen? Kontaktschlacht. Ich kann helfen. Ich werde aufbrechen. Ich werde alles tun, was es mir ermöglicht, hier irgendwie weiterzurennen. Also, Waldkobolde klütteln. Zack. Den anderen solltest du automatisch eigentlich antagieren. Was da immer so langsam auf mich zufliegt. Was sind eigentlich die 100 hier? Seelenstärke. Das heißt, meine Seelenstärke kann geschwächt werden. Hey, da. Okay. So, 15 soll ich hier von denen jetzt schon platt machen. Ich hoffe, die Quests steigen nicht einfach immer nur in der Anzahl. Oh, eine neue Offenbarung. Annehmen. Ich kann mal nachgucken, was ich jetzt bekommen habe. Ein Level 1 Dämmerungssamen. Perfekt. Ihr könnt nun einen Dämmerungssamen benutzen.
Erhaltet Verbesserungsdämmungssamen von einer Frucht des Abendrots. Level 1. Löwenherz, Bundesepidemischstruktur, der Wiedergeburt. Zusätzlich erhaltet ihr jeweils einen der folgenden Gegenstände. Je besser die Qualität der Frucht ist, desto besser wird auch die Belohnung sein. Rechtsklicken, um eine Frucht des Abendrots Level 1 zu erhalten. Na dann. Level 1 Dämmerungsfrucht. Erhaltet einen Dämmerungssamen mit Türmlevel und folgende Gegenstände. Löwenherz, bla 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 bla. Ui. Was ist das denn? Löwenherz, buntes Emblem. Erhaltet ein Paket, wenn ihr die Hauptquest abgeschlossen habt. Öffnet Gottes Geschenkboxen, Level 30 bis 60. So, jetzt lege ich mich gleich mal mit dreien an. Macht aber auch nicht wirklich viel aus. Also, jedenfalls wird mir jetzt nicht gefährlich oder so. So, Fertigkeitsbuch, GB. Dieses Buch enthält Aufzeichnungen über eine uralte Fähigkeit. Nur die gläubigsten Getreuen können ihm seine wahre Macht entlocken. Zum Erlernen der Fähigkeit beten, Level 1 rechtsklicken. Ah, Lesung, da ist es schon. So, damit ist die Quest jetzt auch abgeschlossen. Und ich habe jetzt eine neue Fähigkeit erlernt. Segen hatte ich schon. Nee, doch. Okay, Beruf, Talent. Talent war es nicht. Fähigkeiten, Basis. Normaler Angriff, Seite, wechseln, nix. Okay, wo ist denn das Ding jetzt hingegangen? Okay, keine Ahnung, wo das Ding jetzt tatsächlich gelandet ist. Aber ich wollte mal noch nachschauen, inwieweit der Zauberstab auf jeden Fall besser ist. Angriff 430. Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser. Aber einen zweiten kann ich nicht anlegen. So, dann ist jetzt die Frage, zerlegen nicht möglich? Wenn das Ding zerlegt werden kann, teilen, verkaufen, zerstören, sortieren. Greift mich irgendjemand an? Nee. So, das sind jetzt noch Mana, einfach ein Mana-Trank. Machen wir ein bisschen Platz, um den Mana-Trank hier runterzuziehen. So, den Hilfsangriff, naja, kann ich mal noch drin lassen, weil ich habe jetzt eh noch nicht so viele. Also ihr könnt nur eine Dämmerungsklang benutzen, erhaltet Verbesserung, bla 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 bla. Nur einmal täglich möglich. Aha, okay. Das heißt, da kann ich jetzt eh nichts mitmachen. Orangen-XP-Cocktail. Zum Benutzen rechtsklicken. Ihr könnt eine Menge Erfahrung erhalten. Auf Level 19 ist der Effekt am größten. Ihr könnt 10 Gläser täglich trinken. Naja, dann kann ich ja noch ein bisschen warten, wenn ihr auf Level 19 der Effekt am größten ist. Zum rechtsklicken benutzen. Ihr habt 50 Seelenstärke XP. Habt doch eh schon 100. Spieler unter Level 41 halten den doppelten Wert. Kann höchstens 50 Mal pro Tag verwendet werden. Auf diese Papierrolle ist ein einziger Siegel. Vielleicht enthält sie wichtiges Wissen. Zum Benutzen rechts. Verlängert die Zeitspanne für doppelte Erfahrung um 30 Minuten. Ihr könnt bis zu 7,5 Stunden ansammeln. Gut. Doppelte XP aktiviert. Ah, das ist das Ding da. On. Off. On. Bitte später erneut versuchen. Hä? Ah, okay. Zeit für Multiseelenkraftpunkte. Das ist ja praktisch. Ich kann den Bonus dann abschalten, falls ich nicht mehr online bin. Das ist ja schon mal nett, weil das ist immer nervig, wenn man solche Dinge aktiviert, dann aufhört zu spielen und dann eigentlich nicht ausnutzen kann. Okay, was war das jetzt nochmal? Tauscht ihr bei Astrea in Dämmerungszitadelle gegen epische Ausrüstung Level 30. Naja. Das sind so die ganzen Krimskrams-Sachen, die dann die eigene Ausrüstung auffüllen. Ah, ist schon wieder Zeit zu beten. Äh,
Auflagen inspirieren, erhaltet Prüfungsessenzen. Normalgebet. Auch wenn ihr kein materielles Geschenk erhalten habt, haben die Götter doch ihr Licht auf euch scheinen lassen. Na, immerhin was. Also. Es ist kompliziert. Kanonen zerstören. Also, Kanonen zerstören. Stürmt in die Festung. System. Die Anmeldung für Tal der Unsterblichkeit hat begonnen. Ein Gildenleiter, der einen Gildenstatus besitzt, kann sich mit Leonidas oder Ares anmelden. Ah, ich habe meinen Zielpunkt erreicht. Kanone in die Luft jagen. Oder Kanone starten. Gehe ich mal lieber aus dem Weg. Die Waldkobolde, die können uns jetzt nichts mehr anhaken. Vielen Dank, Sir. Grünhaut. Steinfaust. Wo sind die denn? Ah, okay, jetzt gibt es mal wieder den großen Monstern ein paar auf die Mütze. Und dann mal los. Erste ist fast erledigt. Ah, ich heile auch während des Kampfes, weil ich hier noch meine Segnung habe. So, der ist erledigt. Auf zu Steinfaust. Da ist Steinfaust. Also ich muss sagen, es ist ziemlich bequem, da einfach drauf zu klicken und hinzukommen. Aber irgendwie ist es dann natürlich auch der Reiz weg, selber suchen zu müssen, sondern einfach, naja, so ein bisschen passiv die Welt um sich herum wahrzunehmen. Allerdings muss ich sagen, am Anfang ist es jetzt schon noch sehr angenehm, weil ich genug andere Sachen noch angucken kann. Von wegen, was steht da, was ist hier los, wo muss ich da noch hin. Und Kokosheim. Okay, wie weit muss ich da laufen? Ah, okay, Fragezeichen ist schon sichtbar. Naja, Ressourcen oder so weiter konnte ich bisher noch nicht einsammeln, aber mal gucken, ob man da irgendwie nach und nach Steine, Holz oder sonst irgendwas noch einsammeln kann oder ob man dann einfach nur Monster schnetzeln muss, um bestimmte Dinge zu bekommen. Elilux Drained. Also die Lokalisierung scheint noch nicht sehr durchgängig zu sein. Und ich hatte es lange warten, meine Ahnen, ein Ende. Ihr habt eine neue Fähigkeit bekommen. Vampirischer Kuss. Kunst der Magie, finsterer Schutz. Vampirischer Kuss. Entzieht dem Ziel Gesundheit in Höhe von 50% dessen maximaler Gesundheit. Boah, 50%. Bringt das Ziel zum Schweigen und macht es unbesiegbar? Was? Entfernt Betäubungs- und Bluteneffekte vom Ziel für 3 Sekunden. Das klingt aber nicht so gut. Segel der Kindred, das habe ich ja schon aktiviert. Läuft ja auch noch. Finsterer Schutz. Kunst der Magie. So, finsteres Wissen ist eh passiv. Finsterer Schutz. Abkühlung 10 Sekunden. Die wirksame Verteidigungstechnik des Zauberers. Dann nehmen wir mal das da, was eh bloß alle halbe Stunde, oder? Ne, Zauberzeit 1 Sekunde, Abkühlung 5 Sekunden, aber hält 30 Minuten lang an. Und wie lange hältst du an? Erzeugt ein Schützenbasar aus reiner Energie, verbraucht 20% eures Manas innerhalb von 20 Sekunden um 50% zu entscheiden. Da klingelt die Uhr. Es ist eine Stunde um. Ja, sowas. Erhöht die Mana der Gruppenmitglieder von 20 Minuten. Dauert 30 Minuten. Okay, das ist auch wieder eine. Ach, spreche ich den jetzt schon? Nee, noch nicht. Okay, das sind jetzt die 9. Den einen habe ich dahin gemacht, den anderen dahin und die Mana-Welle habe ich dorthin gesetzt.
Gut, dann kann ich jetzt auf jeden Fall die Mana-Welle mal noch aktivieren. Nee, kann ich nicht, weil ich muss erst das Gespräch beenden. 30 Minuten. Ich hab den Zauber doch gar nicht gesprochen gehabt. Ich dachte, ich hätte ihn schon gesprochen. Cool. Erhöht Mana, erhöht maximale Gesundheit, Feuer- und Dunkelfertigkeit. So, wo soll ich jetzt hin? Westlicher Riegel im Sakro. Okay, ist auch nicht weit. Ach hey, was soll ich mit dem machen? Alan says that he has been cursed and is staying its life away. Also, sprich mit ihm. Nur noch 500 Jahre, dann werde ich wieder die Unterwelt zurückkehren. Ich werde etwas Kokosnuss essen, ein Nickerchen machen und dann sind die 500 Jahre schnell um. Okay, Greifenei. Ach ja, es geht doch dann immer so weiter und so weiter und so weiter. Noch eine Quest, noch eine Quest und noch eine Quest. Okay, also die drei Greifeneier hole ich noch, damit Sago seine 500 Jahre schlafen kann oder so ähnlich. Da sind die Greifeneier. Zumindest ein paar davon. Na dann, einsammeln. Und dann ist es Zeit aufzuhören. Auch wenn ich jetzt dann diese Anfangsgegend noch nicht abgeschlossen habe. Aber ich könnte jetzt schon zum Genesis-Schrein teleportieren. Von hier aus kann ich eigentlich von hier aus hin teleportieren. Hier muss ich da drüben hinlaufen. Nein, 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 nein. Da geht es jetzt ganz sicher nicht hin. Sondern jetzt geht es erstmal, die Greifeneier zu verfüttern. Irgendwas Neues. Beschädigtes Teil. Kanonentrümmer. Ziemlich nutzlos. Quest. Greifeneier. Bitteschön. Guten Appetit. Ich sage euch, dass ihr den Zahnstein wegkratzen. Zahnstein entfernen bei einem Höllenhund, wie lecker. Naja, so ist das von wegen. Nur noch eine Quest, nur noch die eine. Ganz sicher, nur noch die eine. Das ist ganz bestimmt die letzte. So gut wie eine neue Fähigkeit erlernt. Plus-Symbol. Eispfeil auf Level 3. Sehr schön. Okay, aber jetzt ist wirklich Schluss, habe ich gesagt. Oder jetzt? Weg. Nein, nein. Es gibt keine weitere Zahnstein-Entfernungsquest hier. Er hört einfach nicht auf zu laufen. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Ach so, da komme ich ja dann endlich. Nee, da komme ich auch noch nicht dahin, wo ich hin will. Seht ihr den Trockenreben? Ha, ihr seid, wenn ihr jetzt sterbt, verschwindet eure Seele. Ich habe gehört, dass das Wächterbaum nicht tötet. Okay. Quest, um Rat zu fragen, beendet. Nein, ich gehe jetzt nicht weiter. Keinen Schritt weiter. Also, soweit für heute, für die erste Folge. Ja, ich denke, ich werde hier auf jeden Fall noch mal vorbeischauen und euch mitnehmen, was denn so die nächsten Schritte sind. Und vor allen Dingen interessiert mich natürlich noch, ja, wie die einzelnen Sachen weitergehen. Also vor allen Dingen, welche
Berufe und Fähigkeiten ich erlernen kann und was es dann mit dem Talentbaum auf sich hat. Weil jetzt habe ich ja noch kaum irgendetwas von den Elementen tatsächlich gesehen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier noch eine neue Folge geben wird. Aber erstmal gibt es noch viele, viele andere Spiele zu entdecken. Also mal sehen, wann es weitergeht. Ich hoffe, dass die Server noch so lange online bleiben. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.